Ich bin Nevius. Heute mit der ersten Folge meiner Selfmade-Reihe. Was ist die Selfmade-Reihe? In der Selfmade-Reihe zeige ich euch, wie ihr aus Sachen, die ihr zu Hause rumfliegen habt, Sachen bauen könnt, die ihr im Survival oder im Outdoor-Bereich benutzen könnt. Also Survival, Bushcraft, sogar vielleicht zum Angeln, Ameisen betreiben. In meiner Selfmade-Reihe zeige ich euch mit Sachen, die ihr halt zu Hause rumfliegen habt, was toll ist für Survival und Bushcraft bauen könnt oder für kleines Geld schießen könnt, aber ihr euch dann nicht diese teuren Produkte kaufen müsst. Vielleicht habt ihr auch sogar das Geld nicht dafür. Wer weiß, warum auch immer ihr euch diese Videos anguckt. Ich baue mir auch gerne sehr vieles zusammen, weil ich bin ein Mensch, ich habe meinen Spaß am Basteln. Du kannst ja auch deinen Spaß am Basteln haben und willst einfach vielleicht mal was selber machen. Und darum mache ich jetzt meine Selfmade-Reihe. Meine Selfmade-Reihe werde ich immer neue Videos reinsetzen und zeigen, wie du dir selber Sachen machen kannst für deine Outdoor-Touren, also Survival Bushcraft, wie auch immer. Ich mache sehr viel im Survival Bushcraft, ich mache auch Selfmade-Sachen, auch im Ameisenbereich. Da ich auch Videos über die Ameisenhaltung mache und da auch meine Selfmade-Reihe habe. Und heute möchte ich euch den Devius Notkocher präsentieren, den ich selber entwickelt habe, den ich selber erfunden habe. Und um ehrlich zu sein, ich habe den erst heute entwickelt. Und darum fange ich jetzt heute auch mit meiner Selfmade-Reihe an. Den Notkocher, den habe ich da vorne liegen. Und ich zeige euch einfach jetzt, wie ihr den Notkocher... Nein, ich zeige euch erstmal den Notkocher. Okay, der Notkocher sieht so aus. Brennt zwischen einer halben Stunde bis zu einer Stunde, ist leicht gebaut, kostet vielleicht keine 10 Cent und das ist der einzigste Nachteil, ich habe mein Feuerzeug vergessen, ich mache hier einen Cut und komme gleich wieder. So, dann bin ich schon wieder, jetzt habe ich das Feuerzeug und jetzt zeige ich euch, wie ihr diesen Notkocher benutzen könnt. Okay, der lässt sich leider nur mit einem Feuerzeug anzünden, aber für unterwegs, wenn ihr euch einen Kaffee machen wollt, einen Tee machen wollt, ein Essen kochen wollt, ist er eigentlich optimal dafür. Er heizt sehr gut, er ist nicht so produktiv wie ein Gas, zum Beispiel wie ein Gaskocher oder ein Ölkocher oder was ist Spirituskocher, was es alles an möglichen Arten und Kocher gibt, die man sich mitschleppen kann. Aber ich sage mal, gegen das, was ihr alles mitschleppen könnt, wiegt das hier ein Scheißdreck. Das wiegt vielleicht, wenn man es gut kommt, vielleicht seine 20 Gramm. Vielleicht 50. Ja, den entzündet ihr einfach in einer Stelle hier. Macht ihr einfach an. Müsst ihr länger ein bisschen mit dem Feuer dran halten. Und dann fängt er an zu brennen. Es entsteht erstmal so eine kleine Flamme. Und ich lege das Ding erstmal auf den Boden. Und visiere die Kamera mit. Dass ihr mitgucken könnt. Ja. Ja, das ist halt eine Selfmade-Marke, Devius Notkocher, könnt ihr euch selber bauen. Und ja, ihr könnt erstmal gerne ein bisschen aufs Feuer gucken und dann zeige ich euch, wie ihr den bauen könnt. Ich bin jetzt erstmal ruhig, ihr könnt euch das Feuer angucken, ihr könnt gucken, wie der Notkocher funktioniert, wie er auch wirklich halt mit Wind und alles drum und dran, wie er funktioniert. Ich habe erst heute den Prototypen getestet. Den habe ich auch heute entwickelt, wie gesagt. Und ja, da dachte ich mir, das ist eine tolle Sache. Den kann man für unterwegs bauen. Der entzündet sich gleich komplett. Ihr könnt gucken. Ich mache jetzt hier eine Zeitraffer rein. Und dann zeige ich euch, wie ihr den selber bauen könnt.
benötigt, sind zwei Teelichter, aber nur deren Wachs, ohne den Docht. Den entfernt hier, irgendwo habe ich den Docht hingelegt. Gute Frage, was soll ich hier hinten? Ja, den Docht entfernt hier. Sieht dann ungefähr so aus. Dann braucht ihr einmal diese Schale, die rum, also dieses Aluminium, was oben um das Teelicht herum ist. Eine Batterie. Kleines zerfetztes Taschentuch, sollte nicht so sehr groß sein. Ein größeres Stück. Und das ist eigentlich alles, was ihr dafür braucht. Jetzt zeige ich euch, wie das gemacht wird. Ihr nehmt erst diese Schale, tut dieses größere Stück, was ihr von dem anderen getrennt habt, und versucht das so möglich nah an die Kante zu tun. Und, ach ja, das habe ich vergessen. Ihr solltet das Wachs schon schmelzen, wenn ihr das macht. Ich habe das Wachs jetzt vorgeschmolzen, das sind zwei solche Wachsdinger von Teelichtern habe ich hier jetzt verschmolzen und das kommt jetzt hier rein. Könnt ruhig ein bisschen mehr reinmachen. So, jetzt nehmt ihr diese kleinen Papierstücke, die ihr zurechtgelegt habt, und nehmt die mal einzeln und tunkt die hier rein. Nehmt ihr für Stück erstmal, bis es oben nicht mehr so ganz feucht wird. Wenn es oben noch feucht wird, dann könnt ihr noch ein weiteres Stück nehmen. Dann nehmt ihr eine Batterie und stampft die ein bisschen rein, dass so ein Press entsteht. So, die Batterie hat auch ein bisschen Wachs abbekommen. Jetzt nehmt ihr nochmal das Wachs und gebt das wieder hier rein. Niemals vergessen, immer aufs Feuer stellen, sonst wird der Wachs hart. Jetzt machen wir dasselbe wieder. Tunken wieder ein paar Papierstückchen rein, also Taschentücher. Was daneben geht, ist das nicht so schlimm. Darum habe ich hier auch eine Unterlage. Solltet ihr auch am besten verwenden. Tunkt ihr ein bisschen Wachs rein. So, jetzt nehmt ihr wieder die Batterie und presst das alles rein. Nehmt ihr wieder Wachs, gebt das hier rein. Jetzt könnt ihr versuchen, wie möglich alles reinzukippen. Dann nehmt ihr hier noch eine Papierlage, also Papiertaschentuchlage. Könnt ihr noch eine nehmen. Jetzt tunkt ihr den Rest hier rein. Wenn ihr mit eurem Finger das macht, dann kriegt ihr ab und zu mal so ein bisschen Wachs ab. Aber das ist nicht schlimm. Ja, jetzt merkt ihr, das Ding ist voll. Also, wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen pressen würde, würde das ganze Wachs rauskommen. Also lasse ich das jetzt ein bisschen ruhen. Lasse ich das jetzt ein bisschen stehen, bis das Wachs hart wird oder so ein bisschen hart wird. Dann presse ich das noch mal ein bisschen. Und dann kann ich noch ein paar Papierlagen machen und dann tue ich noch mal ein bisschen Wachs rein. So. Das Gute an den Papiertüchern, die saugen sich auch voll mit Wachs. Also wenn ich hier so ein bisschen da und da mal so ein bisschen reintunkt, dann wird sich das mit Wachs volltanken. Hier nochmal das letzte. Also geht schon ein bisschen was daneben, aber das ist nicht so schlimm. Und zum Schluss, nehmt ihr nochmal die Batterie. Macht euch hier so ein bisschen, stimmt das hier so ein bisschen rein. Aber nicht zu fest drücken, weil sonst das Wachs entweicht. Den restlichen Wachs tut ich einfach drauf. Und jetzt könnt ihr das ins Kühlschrank stellen, das in den Kühlschrank stellen, nach draußen stellen oder wie auch immer, wo das am besten hart wird.
Am besten macht diese ganzen äußerlichen, äußeren Papierstücke, die noch so draußen kommen, könnt ihr so reinmachen. Da kriegt ihr ein bisschen, ja, Wachs an den Händen. Aber das ist nicht schlimm, das lässt sich gleich, wenn es trocken ist, locker abmachen. Und fertig ist der Devious Notkocher. So, das war meine erste Folge von Devious Selfmade. Ich hoffe, euch hat das, dass der, ich hoffe, euch hat der Devious Notkocher gefallen. Ich, wie gesagt, ich habe den heute entwickelt. Das ist meine allererste Folge von Devious Selfmade. Es werden noch viele Devious Selfmade weiterkommen. Und wie gesagt, ne, wenn euch der gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir, wie ihr das verbessern würdet, in die Kommentare. Und wenn ihr Devious Selfmade, Devious Survival Touren oder alles was möglich, was ich betreibe, Ameisen, Survival Touren, Bushcraft Touren, mein Nagerbauten, dann gebt mir doch ein Abo und verfolgt meine Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Devious.